예수기의 관념. 샌드라툴을 소개합니다. 진플레이를 올려놓은 상태의 프로그램 화면입니다. 초기 Herzlich willkommen, mein Name ist Andy und heute stelle ich einen Pillenzähler der Marke Sender vor, Sender Korea. Die Firma wurde 2019 gegründet und das Flagship-Modell ist Sender 2. Wie gesagt, ein Pillenzählmaschinengerät und das hilft einfach, um ordnungsgemäß Verwaltungen oder auch Inventarisierungen in Krankenhäusern oder Apotheken zu gewährleisten. Und wie man schon sehen kann, ist es ein sehr kompaktes Gerät. Die Größe unterscheidet sich von anderen Pillenzählgeräten enorm, da es sehr viel kleiner ist und dazu auch noch in kleineren Räumen oder Gegebenheiten gut verwendet werden kann. Nachher demonstriere ich auch noch, wie man die Pillen zählen kann. Nur jetzt kommen wir erstmal, was sind die Vorteile von dem Pillenzählgerät? Wir haben schon erwähnt, die Größe, aber auch der Preis spielt natürlich wie immer eine sehr wichtige Rolle. Und es ist so, dass 90% von anderen Pillenzählgeräten das 8- bis 10-fache kosten. Und hier haben wir einen Preis von ca. unter 1000 Euro pro Gerät. In Korean Won wäre das 1,2 Millionen Won und das ist schon ein sehr großer Unterschied, der natürlich ein sehr attraktives Gerät aus sich macht. Andere Vorteile sind, wie gesagt, die Größe, das ist sehr kompakt und auch die Geschwindigkeit ist sehr gut. Es kann bis zu 5 Pillen pro Sekunde zählen. Das heißt, wenn ich es mal demonstrieren soll, wir haben hier einen Tray. Ich hoffe, man kann den sehen. Der sieht so aus. Und man legt einfach die Pillen auf den Tray. Und dann, wenn man das zählen möchte, das Gerät ist bereits an. Und dann schiebe ich einfach mal die Pillen hier rein. Demonstriere ich ganz vorsichtig mal so. Genau. Und jetzt kann man über einen Klick fotografisch sofort zählen, wie viele Pillen auf dem Tablett sich befinden. Und wie gesagt, mit dem Programm ist es verbunden, geht mit Mac, geht mit Windows und zählt innerhalb von einer Sekunde. Und man hat schon ein sehr genaues Ergebnis, geht viel schneller, also ist sehr zeitsparend auch. Dadurch, dass nicht jemand jetzt hier sitzen muss und alle Pillen zählen muss, das Gerät zählt ganz viele Pillen den ganzen Tag und in Krankenhäusern, Apotheken ist es ziemlich wichtig, denn man muss ganz genau wissen, wie viele Pillen hat man und wie genau werden die verwendet. Genau. Und was auch noch zu erwähnen ist, ist das schlichte Design. Es sind bei besonders engen Räumen ist es ein enormer Vorteil, so eine Maschine zu haben, da sie einfach effizienter arbeiten können, viel Zeit sparen können und mit dem Gerät eben auch noch 8- bis 10-fache am Geld sparen, um es nicht andersweitig auszugeben müssen. Ja. Man kann Pillen verschiedener Größen und verschiedener Formen zählen. Es sind nicht nur die runden Pillen, es können jede mögliche Form von Pillen können es sein. Genau. Und man klickt dann einfach einmal in dem Programm, hier in dem Beispiel jetzt auf die Leertaste und dann werden die Pillen sofort fotomechanisch gezählt und das Gerät speichert auch alle Daten ab. Das heißt, es muss keiner die Daten notieren. Es wird alles automatisiert abgespeichert und das ist besonders in den jetzigen Zeiten mit Corona sehr wichtig, da immer mehr maschinenorientierte Systeme verwendet werden, eben dass keine Personen mehr eingesetzt werden müssen. Das spart natürlich auch wieder an Geld,
aber eben auch an Effizienz und Genauigkeit von den Zählaufgaben, die so ein Pillenzählgerät eben hat. Hier mit dem Sender 2 wird schon in vielen Krankenhäusern eingesetzt, Apotheken oder auch anderen arzneischen Einrichtungen. Ja, was haben wir noch? Bei kleineren Krankenhäusern bietet sich das auch sehr gut an, da es eben sehr gut Zeit spart und ganz genau die Pillen zählen kann. Ja, was haben wir noch zu berichten? Die Schwierigkeiten jetzt bei anderen Pillenzählgeräten sind eben der Platz, da viele Geräte bis 4 bis 5 Mal so groß sind wie dieses Gerät. Und wir haben hier bei dem Sender 2 eben eine sehr kleine Form und zu einem wirklich guten Preis. Von daher ja, ist das hier mit unter anderem der Verkaufsschlager, eben das Flaggschiff-Modell von Sender Korea. Und ja, was können wir noch sagen zum Gerät? An sich ist weltweit wird es schon eingesetzt, will jetzt auch den deutschen Markt eben erreichen. Und ja, es ist sehr zu empfehlen und ich hoffe, Sie haben viel Freude mit dem Gerät. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und wenn Sie noch mehr Fragen haben, gucken Sie auf der Webseite nach Sender Korea. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich bin Andi. Vielen Dank.